Lufthansa hat sein neues Onboard Delights. Dann haben wir den ersten, ja, eine Zeitung nannt es A350 Turkoflot. Und dann haben wir noch als Thema Qatar Airways, die eine Promotion fahren für ihre Avios-Geschichte. Mein Name ist Lars Korsten, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen. Ganz wichtig an dieser Stelle natürlich wie immer, denkt an den Abonnierbefehl, abonniert den Kanal, macht die Glocke an, kommentiert unten, bringt uns auch ein Like. Das erste Thema ist eher etwas lustig, amüsant. Das ist ein Airbus A350 von Turkoflot, so wurde es kommentiert. Das Bild mache ich euch hier mal links oder rechts. Und was ist passiert? Ganz einfach, Aeroflot hat ja Flugzeuge bei Airbus gekauft. Airbus konnte fertige Flugzeuge nicht an die ausliefern aufgrund des Embargos. Und da ist jemand eingesprungen, nicht die Lufthansa, nein, sondern die Turkish Airlines. Und eine der Maschinen hat eine Art Mischbemalung und das nennt man Turkoflot oder wie die auch schreiben, ein Hybrid aus zwei Lackierungen. Seht selber, ich finde es amüsant, innen drin sieht die Maschine aus wie Aeroflot, wahrscheinlich Aeroflot-Zeichen abgemacht, gegen Turkish Airlines ausgetauscht. Dann, zweites Thema ist ein Thema, was ich spannend finde. Ich war ja gerade in München beim Stammtisch, nochmal Dank an alle, die beim Stammtisch sowohl in München, Berlin, aber auch Frankfurt waren. War eine super coole Geschichte, hat mich gefreut, mich mit euch auszutauschen. Könnt ihr gerne nochmal zum Stammtisch unten kommentieren, was ihr davon gehalten habt und wie es euch gefallen hat. Ja, der Flughafen München soll ja angebunden werden an die ICE-Strecke und da gibt es ja auch ein Interview mit Jost Lammers, das ist ja der CEO vom Flughafen in München. Und Jost Lammers rechnet nicht vor 2030 mit dem Anschluss. Ich hatte ja auch geungt und ihr ja auch, das dauert noch 10 Jahre. Also insofern schauen wir einfach mal, was da passiert. Einmal ist es so, dass das Interview, was er geführt hat mit der Augsburger Allgemein, auch nochmal auf das Terminal 1 eingegangen ist. Es waren 400 Millionen, glaube ich, genau 455 Millionen budgetiert, aber die ganze Bude ist jetzt bei einem Preis von über 600 Millionen ausgekommen. Baubeginn war ja 2019, die dritte Startbahn. Die kommt nicht mehr, das hat man abgesagt. Aber um mit der Bahn nochmal zu sprechen, man merkt halt in München, dass die Passagierzahlen wieder steigen und man möchte jetzt halt wirklich da schauen, ob es jetzt einen IC-Anschluss gibt, weiß ich nicht. Einige sagen, das würde auch keinen Sinn machen, weil es würde nur eine Art Tangente Richtung Osten Sinn machen, Regensburg und die Geschichten weiter. Aber wenn man halt an die Hauptstrecke möchte, wären da zu viel Arbeiten zu machen. Abgesehen davon wären die Bahnsteige zu hoch und zu kurz, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber wer von euch Bahnspezialist ist, kann das sagen. Also es müssten noch viele bauliche Maßnahmen gemacht werden, bevor der ICE überhaupt einfahren kann in den Bahnhof. Deshalb sei es realistischer, und das sagte Jost Lammers ja auch, dass es eher eine Art Ringbahnschluss geben soll, beziehungsweise da auch eine Art Expressbahn. Einer schrieb in den Kommentaren, irgendwo habe ich das gelesen, der Obervisionär Ede, also Edmund Stoiber, schätze ich da sein, meint, man hätte den Transrapid bauen sollen, weil das wird jetzt, wenn man das vergleicht mit allen Optionen, die kommen, wäre es auch nicht viel teurer gewesen und dann wäre man wirklich vom Flughafen bis in die Stadt und ihr wisst ja, was er gesagt hat. Also insofern schauen wir uns das Ganze nochmal an. Jost Lammers, die setzt aber eher auf schnellere Lösungen, indem die Lösung halt wirklich nicht mit dem Transrapid ist, sondern auf den, so eine Art Regionalbahn, schätze ich mal. Also insofern schauen wir einfach mal, wie das da wird. Ich persönlich würde es begrüßen, weil ich finde natürlich den Anschluss vom Münchner Flughafen, wenn man da hinten im Erdinger Moos ankommt, mehr als suboptimal. Ja, Italien. Italien will eine Minderheit behalten an der ITA. Das ist dann so rausgekommen. Heute werden die Sachen ja abgegeben. Ich hatte ja euch gestern schon im Lufthansa-Update was dazu gesagt und bei dem Angebot soll jetzt einfach mal geschaut werden, was passiert. Also insofern ist da jetzt der Spielball bei den Italienern, bei der Regierung, wie die entscheiden werden, ob es die Lufthansa mit der MSC wird oder müssen wir eigentlich sagen MSC mit der Lufthansa, weil ja die MSC die Knete bringt.
Und dann weiter geht es, dass man da auch nochmal schaut, inwieweit dann das weitere Engagement weiter gestrickt wird. Also spannend ist es auf jeden Fall. Also ich denke, weil die Italiener ein internationales Hub wollen, die Lufthansa das auch angeboten haben, die Stimmung eigentlich pro Lufthansa ist, wird es Lufthansa werden. Onboard Delights. Ich bin ja heute mit der Lufthansa wieder in der Business Class geflogen. Ich zeige euch mal das neue Magazin. Stellt er scharf, da ist es. Und wenn man sich das Ganze anguckt, dann sieht man auch schon die ersten Sachen. Was halt bei den Onboard Delights halt wirklich auffällt, ist halt einfach, nachdem man das Buy-on-Board-Konzept vor einem Jahr bei der Lufthansa eingeführt hat, in der Economy Class auf der Kurz- und auf der Mittelstrecke, auf der Langstrecke soll es ja aber kurz oder lang eventuell auch eingeführt werden, ist es so, dass es an den mehreren Stellen einfach Probleme gibt, das zu bekommen. Ja, ganz einfach. Einmal natürlich das altbekannte Problem, und das ist das, was ich jedes Mal anprangere, dass man die Speisen halt nicht bestellen kann. Bei AirBaltic, wer mir folgt, weiß, dass ich bin mit AirBaltic geflogen, habe da meinen Premium-Economy-Sitz gemacht, habe mir Essen bestellt. Das kann ich Wochen, Monate vorher bestellen. Also insofern, warum kann man das bei der Lufthansa nicht, damit man da eine gewisse Sicherheit hat? Aber es wird halt nicht immer gecatert. Heute beim Flug hatte ich auch gefragt, ja, einige Sachen fehlten. Also insofern ist das natürlich ein Riesenproblem. Dieses Onboard Delight ist von den Leuten sehr, sehr gut angenommen worden, mehr und besser, als ich es eigentlich erwartet habe. Ich muss aber auch sagen, das Essen ist schon qualitativ gut. Leider natürlich nicht ganz so deutsch, wie man es sich wünschen würde, vielleicht manchmal, wie respektive das bei den Schweizern sind, schön schweizerisch ist, oder bei den Österreichern natürlich mit dem Schnitzel und so weiter, ist das schon echt lecker. Das ist das, wo wir in Deutschland halt etwas kranken. Es sind da halt Sandwiches, Salate und auch Getränke. Ich kann noch mal kurz rein durchblättern, aber im Prinzip ist es halt wirklich dasselbe wie immer. Das ist halt immer noch der Salat. Wo ist es denn jetzt hier? Die Poke Bowl zum Beispiel und den Vegan Harvest Salat. Da kommt er jetzt scharf, so ist das Wort richtig. Und dann noch mal auf der anderen Seite seht ihr das Sandwich. Ja, ist das für euch ein Problem gewesen? Jetzt so sagt ihr, ich wollte was haben, habt nichts bekommen. Oder ist es so, dass ihr die Auswahl nicht mögt? Ist das so, dass dieses Chili Chicken Sandwich, was ich euch gezeigt habe, oder aber auch der Vegan Harvest Salad mit der California Poke Bowl, die ich persönlich, ich finde die Poke Bowl lecker. Also insofern ist es das. Oder sagt ihr einfach nur, ich finde das mit den Zahlen ist einer Pseudo-5-Sterne-Airline nicht würdig. Und Kaffee kann ich nicht beurteilen. Warum? Ganz einfach, ich trinke keinen Kaffee. Da bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt, weil wir haben sehr oft jetzt mittlerweile die Reaktion bekommen, dass es also nicht also dass das Angebot nicht gab, dass man dann halt wirklich ja auf dem trockenen im wahrsten Sinne des Wortes steht. Businessmäßig gab es heute Düsseldorf, also das heißt, das war dieser Bohnen-Rostbeef-Salat, fand ich persönlich sehr, sehr lecker. Wie immer ist einer meiner Favoriten. Hatte die Crew übrigens auch nach der Currywurst gefragt. Habe ich gesagt, wo ist die Currywurst? Nachdem ich natürlich jetzt in Berlin Currywurst hatte, in Frankfurt beim Stammtisch auch Currywurst, nach Berliner Rezept. Ne? Die haben die auch mal gesehen, aber das war ein Flug irgendwoher aus Serbien oder sowas. Da gab es das mal. Wer von euch Currywurst gehabt hat auf dem Flug, kommentiert unten, sagt, wie ihr das gehalten habt. Und ja. Bin mal gespannt, wie es weitergeht. Also meine Empfehlung wäre wirklich, dass Lufthansa das Ganze bestellbar macht, dass man es wirklich bei der Buchung bestellen kann und dass man da dann halt nicht die Überraschung hat, dass es halt nicht an Bord ist. Qatar Airways Privilege Club hat ja sich geändert. Man hat jetzt Avios, die man sammelt. Und die Avios gibt es jetzt im Moment bis zum 31. Dezember 2022. Wenn man zwischen dem 23. Mai, also heute, bis zum 5. Juni bucht, vierfache, nicht schon doppelte Avios, so ist es richtig. Und Problem ist aber, es gilt nur für Leute in bestimmten Ländern. Und man muss halt einfach gucken, dass man die
Anmeldung in diesen Ländern hat. Bangladesch, Bhutan, Indien, Malediven, Nepal, Sri Lanka, Brunei, Sri Lanka, Brunei, Darussalam, Kambodscha habe ich doch schon gerade genannt, komischerweise. Dann Laos, Malaysia, Myanmar, Philippinen, Singapur, Thailand, Timor und Vietnam. Heißt also alles Länder, die so ein bisschen unter dem Lockdown gelitten haben. Ich verstehe das gar nicht, warum man das nicht einfach weltweit ausrollt. Ich hatte das natürlich so ein bisschen verwechselt. Warum? Ganz einfach, weil die schon mal vierfach Promotions hatten. Aber die sind natürlich im Moment sehr, sehr rar gestreut. Ich finde einfach, dass auch aus unserer westlichen Welt da vielleicht ein paar doppelte Meilen gut tun würden, weil die Preise ja auch hochgehen. Das heißt also, wir bezahlen für die Tickets mehr. Und es ist natürlich wesentlich schwerer, so einen Status dann natürlich zu bekommen, wenn man dann halt die Tickets richtig bezahlt. Einige sind natürlich richtig böse und sagen, wir sammeln jetzt woanders. Ist in meinen Augen nicht ganz so der richtige Weg, weil das bei allen teurer wird. Also insofern wird man, wenn man das wechselt, nicht wirklich glücklicher werden. Ich selber habe meinen Qatar Platinum noch und muss mal schauen, was man da macht. Aber ich habe ja meinen Finnair Platinum, den ich da anstatt habe und der auch weiter verlängert wird demnächst, weil ich die fehlenden 10.000 Punkte oder was das sind, also nicht so viele, natürlich innerhalb der nächsten 10 Monate noch zusammenfliegen kann, also kein Stress aufkommt. Hier ganz einfach unten kommentieren, Glocke anmachen, Like da lassen und ganz, ganz wichtig abonnieren. Richtige Reihenfolge ist natürlich erst abonnieren, dann die Glocke anmachen, alle, die es gemacht haben, danke. Und was ganz wichtig ist, ist natürlich, dass ihr das Like und den Kommentar da lasst. Also, danke, bis dann und morgen vielleicht wieder auf eine längere Show, weil ich heute ja unterwegs war und ein bisschen Gas geben musste, wieder mit den Sendungen in den letzten Tagen. Aber danke, dass ihr geschaut habt und uns weiterhin so gut unterstützt. Also, bis dann, ciao. Wo ist der Knopf? Hier. Ist das aus?